Patrick Janowski, stellvertretender Kreisbrandmeister Rhein-Neckar-Kreis. Wir befinden uns zurzeit auf der BRB 5 Fahrt Richtung Frankfurt. Dort ereignet sich um ca. 11 bis 12 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen. Im Einsatzverlauf wurde dann festgestellt, dass es sich hier um einen Geisterfahrerunfall handelt. Durch den Einsatzverlauf haben wir festgestellt, dass eine Person eingeklemmt war. Also es waren nach meinen Kenntnissen dann 4 verletzte Personen, 3 grün und eine davon, die eingeklemmte Person, ist schwer verletzt. Die wird jetzt mittels Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen geflogen. Die Besonderheit war, dass beide Fahrtrichtungen im Einsatzverlauf gesperrt wurden. Durch das, dass die Feuerwehr Hirschberg und die Feuerwehr Weinheim im Einsatz waren und der Rüstwagen der Feuerwehr Weinheim praktisch auf der Gegensparfahrspur in Fahrtrichtung Heidelberg stand, wurde durch die Polizei die Vollsperrung beider Fahrtrichtungen angeordnet. Ja, die haben ja.